Die Titelsammlung von Ottmar Hitzfeld ist beeindruckend. 7 deutsche Meisterschaften, 2 Champions-League-Siege, 3 Pokalsiege. Neben Borussia Dortmund prägte Hitzfeld auch beim FC Bayern eine Ära. Doch momentan zeigt er sich vor allem vom neuen großen Rivalen des Rekordmeisters, von RB Leipzig, schwer beeindruckt. Sie haben ja einiges Geld zur Verfügung, aber da muss man auch immer erst gute Transfers machen. Und da hat sich dann auch die Kompetenz von Rangnick und Hasenhüttl gezeigt, dass sie sehr klug investiert haben und jetzt auch die Substanz haben, um bis zum Schluss den zweiten Platz zu verteidigen. Geld, das man in Leipzig nicht ohne den österreichischen Getränkehersteller hätte. Der Aufsteiger bei den Fußballfans in Deutschland hoch umstritten. Für den Pragmatiker Hitzfeld ist das Geschäftsmodell RB allerdings kein Problem. Ja, ich finde es immer gut, wenn Firmen oder Privatpersonen, egal wer Investor ist, in den Fußball investiert. Das tut dem Fußball gut. Das tut natürlich auch der Region gut oder der Stadt Leipzig gut, dass man Investoren hat, sonst hätte man nicht diese Mannschaft in Leipzig. Eine Mannschaft, die seit Saisonbeginn fußballerisch für Furore sorgt. Und das ist natürlich die Währung, die für Trainerlegende Hitzfeld eigentlich zählt. Die Art und Weise, wie Leipzig spielt. Sie spielen ja auch ein sehr aggressiven, offensiven Fußball, also sofort umschalten, in die Spitze gehen, nach vorne immer in Bewegung sein, sind interessante Spiele, die Leipzig abliefert.